Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Alpha-Forum. Unser Gast heute ist Schriftsteller und Professor für Kunst und Theorie an der Staatlichen Akademie für Bildende Künste in Karlsruhe. Und heißen tut er Klaus Teweleit. Ich freue mich, dass Sie bei uns im Studio sind. Grüß Gott. Ja, danke für die Einladung, ich auch. Sie gehen mal gleich einfach in Medias Res. Sie sind 1977 mit einem großen Krawumm in der deutschen Literatur, Kunst- und Politikszene sozusagen aufgefallen, haben sich sozusagen da vorgestellt mit einem Buch mit dem Titel Männerfantasien. Das war Ihre Doktorarbeit, die ist dann veröffentlicht worden, zwei sehr dicke Bände. Bei dem Titel Männerfantasien denkt man natürlich, ja, das könnte etwas mit Sexualität zu tun haben. Das hat auch was mit Sexualität zu tun und mit Körper und mit Frauen und mit Männern, aber auf eine ganz andere Art und Weise, als man sich das so gemeinhin vorstellt. Warum heißt das Buch Männerfantasien? Warum heißt es so? Ja, die Doktorarbeit hieß nicht so. Die Doktorarbeit hieß nicht so. Ja, sondern langer Titel, der Körper des soldatischen Mannes im Verhältnis zum Körper der Erde, Frauen und so weiter. Und ist eine im Ansatz literarische Untersuchung über die sogenannte Freikorpsliteratur. Das heißt Texte von Männern, Biografien, militärische Aufsätze, Romane und Ähnliches, die Anfang der 20er Jahre erschienen sind, die ich die ersten Soldaten des Dritten Reiches genannt habe, weil sehr viele dieser Freikorpsleute, deren Hauptaufgabe es war, die deutsche Arbeiterrevolution 1919-20 niederzuschlagen, dass sehr viele von denen später in der SA, in der SS und in anderen Nazi-Führungspositionen auftauchten. Das ist also eine Untersuchung über faschistische Gewalt, Entstehung der faschistischen Gewalt und wie ist die in den Körpern verankert. Deswegen taucht dieses Wort Körper mehrmals im Titel da auf, weil ich nicht den Faschismus beschreiben wollte als politisches System, Führer und die Institutionen, wie das gemacht worden ist, sondern als eine Produktion ganz bestimmter Menschen, ganz bestimmter zerstörter Menschen mit einer bestimmten Sorte zerstörter Körperlichkeit. Soldatischer Mann. Das wollte ich beschreiben. Und Sie haben dazu eben nicht sozusagen nur über diese Leute geschrieben, sondern Sie haben sich das angetan, und das muss man einfach nochmal hervorheben, Ihre Bücher zu lesen, Ihre Schriften zu lesen und aus diesen Schriften, aus diesen Büchern, aus diesen Selbstdarstellungen dieser Menschen etwas herauszulesen. Also die dann zu interpretieren. Also Sie haben sozusagen nicht Literatur über, nur über diese Leute gemacht, sondern Sie haben zunächst mal sich die Literatur dieser Leute selbst zur Hand genommen. Wie sind Sie da drauf gekommen, dass das etwas mit Körperlichkeit zu tun haben könnte? Weil die immer von körperlichen Zuständen schreiben. Die schreiben nicht, ich bin Faschist geworden, weil ich dem Führer Prinzip Anhänger, sondern ich bin glühender Faschist und führe Anhänger, weil ich in einer ganz bestimmten Weise die Welt erfahre. Ich habe sehr viel mit Psychoanalyse zu tun gehabt, zwar keine psychoanalytische Ausbildung, aber so, was man wilde Psychoanalyse nennt, Freud-Leser von früh an. Mhm. Von früh an auch mit einer Psychologin verbunden, liiert, die später haben wir geheiratet, inzwischen ist meine Frau eine Psychoanalytikerin geworden. Die Auseinandersetzung mit ihrem Denken steckt da auch immer drin. Ich hatte viel mit Politik zu tun, aus der linken Studentenbewegung kommt. Und ich hatte außerdem, und das war das Nächste dran, das Bedürfnis, den Widerspruch in der Elterngeneration zu verstehen. Also meine Eltern, mein Vater als durchaus mit diesem Körper dessen, was ich soldatischer Mann genannt habe, Gehorsam, Pflicht, Staatstreue etc. und Hitler-Anhänger, ohne große Parteifunktion, aber Anhänger, antisemitisch, die Mutter auch, aber auf der anderen Seite sehr fürsorglich mit den Kindern umgehend, ihr ganzes Leben eigentlich darauf einstellend, aber bei meinem Vater stark mit Neigung zur Gewalt, cholerisch. Was ich dann kapiert habe, dieser Faschismus hat solche Grundlagen, der politische. Das ist die Cholerik in seinem Körper, eine Zerstörungswut. Und das wollte ich beschreiben an dieser Generation überhaupt, besonders weil sie davon nichts erzählten. Diese Generation war nicht in der Lage, ihr Ausrottungswesen, nennen wir das mal so, organisiert im Zweiten Weltkrieg und im Versuch der Judenausrottung, sie konnten und wollten das uns gegenüber nicht erklären. Nicht beschreiben.
aus Angst der Eltern sich bloßzustellen, wie das immer ist, vor den Kindern. Man bekam keine Antwort, aus Scham, teils über das, was angerichtet worden war. Aber es ging nicht weiter, als es wurden halt ein paar Juden zu viel umgebracht. Das wäre nicht nötig gewesen, hätte man sie wegschicken können. Und diese Reden alle, diesen Widerspruch in den Elternfiguren, aus denen man ja kommt und von denen ja irgendwas im eigenen Körper auch stecken muss. Das war mir nach dem, was ich auch politisch begriffen hatte, dass die Bundesrepublik kein vernünftig demokratischer Staat werden kann, wenn man diesen Komplex nicht angeht. Man konnte diese alte Generation da nicht in Ruhe lassen mit ihrer Verschweigungstechnik. Man musste da ran. Dies alles zusammen führte dazu, dass ich eben unten noch mit einem Satz von Walter Benjamin im Hinterkopf, der mir aufgefallen und hängen geblieben war im Laufe der Zeit, der Faschismus ist nicht das Produkt des 20. Jahrhunderts, ist nicht das Produkt eines Jahrzehnts des Dritten Reiches, sondern das Produkt aller Jahrhunderte. Das führte auf, was ist in diesen allen Jahrhunderten passiert? Und dann im Lesen der Texte dieser Leute ging mir auf, dass Faschismus eine ganz bestimmte männliche Art ist, die Realität zuzurichten, herzustellen und zu beherrschen. Und genau das habe ich beschrieben. Und dabei merkte ich, dass ich von allen bekannten Theorien, die mir vorlagen, psychoanalytische Freud, sehr viele interessante Punkte drin, auch unverzichtbar, aber das reichte nicht. Die Leute waren anders. Grob gesagt, mehr an der psychotischen Schiene entlang organisiert, die sie mit ihrem militärischen Drill und ihrer Unterdrückung des Restes der Welt zu beherrschen versuchten, als auf einer neurotischen Schiene, wo die Freud'sche Theorie mehr hinläuft. Freud konnte mit Psychosen und Psychotikern nicht so sehr viel anfangen. Und die Analytiker hatten zur faschistischen Gewaltstruktur nicht sehr viel zu sagen. Also war das eine Art Neuland, Brachland, und das habe ich versucht zu beackern. Wir könnten Sie da vielleicht ein Beispiel bringen? Was meinen Sie mit dem Unterschied zwischen des Psychotikers und dass es Psychotiker waren und keine Neurotiker? Also was versteckt sich, was verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Also um es anschaulich zu machen, was sind das konkret für Männer gewesen? Ja, da verbirgt sich natürlich sehr viel hinter. Ne? Die ganze Trennung psychoanalytischer Schulen und Verfahrensweisen. In der Analyse, wenn jemand sich auf die Couch legt, dazu gehört eine gewisse Bereitschaft mitzuarbeiten. Nicht nur eine gewisse, die des Patienten, was heute Arbeitsbündnis heißt, in der Analyse. Dazu muss der oder diejenige bereit sein. Das heißt, Reflexionsfähigkeit über eigene Zustände. Was über sich selber nachdenken können. Was ist bei mir verdrängt? Und wenn ich darauf gestoßen werde, auf mein Verhältnis zu Frauen, zur Mutter, zum Vater, zur Institution, kann ich darüber nachdenken? Kann ich das formulieren? Kann ich dazu Gefühle bilden, die mir zugänglich sind? Dann kann der Analytiker mir helfen. Dazu sind diese Leute, die mehr in die psychotische Richtung gehen, nicht in der Lage. Sie leiden an dem, was bestimmte psychoanalytische Schulen die Grundstörung nennt, die mir aus dem dualen System kommt mit der Mutter, nie aus der Symbiose mit der Mutter richtig herausgewachsen. Das heißt, kein wirkliches Gefühl eigener Körpergrenzen entwickelt, keine Möglichkeit, die eigenen Gefühle zu integrieren, indem man sich mit ihnen auseinandersetzt, also mit den Gefühlen umgehen, sie der Welt anpassen, was Freud das Realitätsprinzip nennt, sondern meistens in Gewaltakten. Deswegen die große Rolle des Gehorsams zum Beispiel, dem dieser Körper sich selber unterwirft. Diese Leute, ich habe sie die nicht zu Ende Geborenen genannt, werden später nachgeboren durch Institutionen, durch militärischen Drill, durch Gehorsam in der Fabrik, in Schulen, Jugendbünden und so weiter, die immer nach diesem Ordnungsprinzip, sonst halten die Welt nicht aus. Wenn die Welt nicht hierarchisch, aus Angst vor ihren Symbiosen, organisiert ist, müssen sie eine Hierarchie herstellen, wo genau klar ist, wer sich wem unterwirft, wer wem was befiehlt, was man darf, was man nicht darf. Das sind psychotische Verhaltensweisen. Also darf ich mal ganz kurz unterbrechen, wir halten fest, diese Menschen halten die Welt nicht aus, wenn sie nicht in einer ganz spezifischen Art und Weise strukturiert ist, genau. Wenn sie nicht in einer ganz spezifischen Art und Weise selbst in dieser Strukturierung verortet sind, ja. Wenn es dieses Prinzip des Gehorsams nicht gibt und ja. Sie halten die Welt nicht aus, wenn sozusagen von außen nicht ganz eindeutige, klare Grenzen gesetzt werden, weil sie mit dem Grenzen setzen, mit dem Selberwahrnehmen nicht klarkommen. Fragmentierte Körper. Ihr Körper droht zu zerfallen, deswegen brauchen sie zum Beispiel so etwas wie militärischen Drill.
und brauchen auch, dass alle anderen sich dem unterwerfen und den Ansprüchen, sonst zerstören sie deren Weltgefühl und dann werden sie aggressiv. Was heißt das genau? Diese Männer brauchen das, sonst würde ihr eigener Körper zerfallen. Ich meine, bildlich ist es ja so, die fallen ja nicht auseinander körperlich, ne, wenn die sozusagen den Drill nicht melden. Die fallen affektiv auseinander. Was heißt das? Was sich zeigt in körperlichen Explosionen, in dem, was ich vorhin das Cholerische an meinem Vater genannt habe. Das ist das, was Sie meinen. Das ist dieser Typ, in dem, wenn es nicht genau nach seinen Maßstäben läuft, der sofort explodiert. Der das nicht aushält, der Körper fragmentiert im psychischen Sinne, so nennt man das. Und dann gibt es diese Explosion. Das machen manche Leute 5 bis 10 Mal am Tag und zerschmettern alles um sie herum, so wie auf den Kindern herumgetrampelt wurde, wie die Kinder selbstverständlich geprügelt wurden. Das war eine Notwendigkeit für diesen Körper, seine eigene Zerstörtheit auszuhalten und sie vorübergehend in so etwas wie Ganzheitsgefühle zu verwandeln. Es handelt sich im Grunde um einen Körper, der sich nur heil und ganz fühlt, wenn er unterdrückt und im Extremfall tötet. Dieser merkwürdige Widerspruch, dass manche Leute nur dadurch leben können, dass sie andere töten. Ausschalten, eliminieren, ganze Völkergruppen müssen verschwinden, Rassen müssen verschwinden, Juden müssen verschwinden, weil sie direkt das körperliche Gleichgewicht dieses Typus stören. Und genau das beschreibe ich in Männerfantasien, aus deren Texten, wie die selber sich beschreiben, denn sie legen ihre Zerstörtheiten in diesen Texten sehr genau nieder. Und ich habe festgestellt dabei, das hat ja noch niemand richtig gelesen, weil das auch eklige Texte sind und es ist eine furchtbare Arbeit, sich damit ein paar Jahre rumzuquälen. Diese Männer, es ist aber keine genetische Angelegenheit. Das sind ja keine Männer, die genetisch so absolut programmiert nicht sind, sondern die sind so gemacht worden. Das ist die Geschichte. Was braucht es, damit Männer so werden und warum werden andere Männer zur gleichen Zeit anders? Was passiert da? Weil es gab ja zu der Zeit, dass es die Freikorpsbrigaden gab, die dann später den Kernbestand der SS, der SA und der NSDAP darstellten, gab es ja auch andere Männer. Erstens die Frage, was unterscheidet die und waren die wirklich anders? Es gab in der Geschichte nicht sehr viel andere Männer. Seit wir die geschriebene Geschichte haben, so etwa 800 vor und in breiteren Dokumenten festgehalten, vom griechischen Alphabet an, sind das männliche Kulturen gewesen und immer mit patriarchalischer Vorherrschaft. Was bei den Faschisten, ich habe das da differenziert, ich nenne sie nicht Patriarchen, das ist eher eine Sohnesvorherrschaft. Das sind rebellische Söhne, die gegen Väter rebellieren, wie auch in der ganzen faschistischen Offizierslinie diese Mittelleute, Majore, Hauptleute, Oberleutnants und so weiter überwiegen, die das tragen, sehr stark in Rebellion gegen ihre monarchistischen Vorläufer und Generäle, den Kaiser. Also sie haben sich auch als Revolution verstanden, durchaus als was Rebellisches. Aber zu dieser Sorte Revolution, zu dieser Sorte Ordnung gehört Frauenunterordnung. Frau als Kinder ebenfalls, als zugeordnet mit ganz bestimmten Funktionen für den Staat. Von Hitler sehr geschickt genutzt, indem er immer gesagt hat, die Frauen, wir brauchen die Frauen als Säule des Staates. Politisch den Männern untergeordnet, die Männer bestimmen die öffentliche Politik und das Militär, aber die Frauen den Haushalt. Und ohne die Haushaltsarbeit der Frauen, sozusagen die Frauen als Offiziere am Herd und in der Kindererziehung, und ohne die ginge das nicht. So aber die Welt aufgeteilt. Und diese Aufteilung geht ja die ganze europäische bekannte Geschichte durch. Also das heißt, das war nichts Neues im Endeffekt? Nein, natürlich nicht. Das ist eine Zuspitzung der Männerherrschaft, wie sie seit 3000 Jahren läuft, in diesem politischen System. Daran hatte dann die Industrie ein bestimmtes Interesse, in Unterdrückung der Arbeiterbewegung. Es kommen viele andere Sachen dazu. Aber der Kern ist das Bedürfnis dieser Sorte Körper, die Welt so zuzurichten und zu beherrschen. Sie können sich die Welt nicht anders vorstellen als zu beherrschendes Territorium. Und das ist in größerem Maße zum ersten Mal eigentlich weggefallen nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt so ein paar Phasen in der Geschichte, in der Renaissance, zur Dante-Zeit gibt es mal so ein Jahrzehnt, wo solche Jugendaufbrüche stattgefunden haben, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, auch mit befreiterer Sexualität. So ein paar Enklaven und Inseln in der Geschichte. Aber im Wesentlichen ist das die Geschichte dieser Unterdrückung gewesen. Und unsere Generation nach dem Zweiten Weltkrieg war die erste Deutsche seit Hunderten von Jahren, die nicht großgezogen wurde, um Kriege zu führen. Wenn das sozusagen ein Produkt der ganzen europäischen Geschichte ist, nochmal meine Frage, was ist dann das Spezifische an den faschistischen Männern und warum waren nicht alle so? Also was muss da zusammenkommen, dass es diese spezielle
Generation dann einfach gab. Ne? Warum gab es das in Italien und in Deutschland und viel stärker als zum Beispiel in anderen Ländern? Und warum waren auch in Deutschland nicht alle so? Ne? Das Furchtbare gab es in fast allen europäischen Ländern. Ne? Frankreich hatte eine sehr starke faschistische Bewegung. In Spanien haben sie für Jahrzehnte gesiegt, ne? Zwar mit Hilfe von außerhalb. In Frankreich nach der Volksfront wäre durchaus möglich gewesen, eine faschistische Regierung. Es war knapp. Die haben knapp verloren. Und also dieser Zug von jungen Männern, es war eine Zuspitzung dadurch da, dass sehr der Stichwort Umschaltung von Land auf Stadt, auf Stadtleben. Sehr viele Bauernsöhne waren in den Freikorps, sehr viele kleine Höfe, die durchs deutsche Erbrecht geteilt wurden, wo mehrere Erben da waren. Das musste dann so gemacht werden, dass der Älteste den Hof übernahm. Hätte man das unter 5 Kindern aufgeteilt oder 10, die Bauern hatten, dann wären das alles kleine Parzellen geblieben, die nicht lebensfähig gewesen wären. Die mussten was anderes lernen. Dann wurde einer Pfarrer oder einer vielleicht Lehrer und die anderen lagen auf der Straße mehr oder weniger, weil sie auch in der Zug der Stadt. Denn man kann den deutschen Faschismus ja beschreiben als bewusste Eroberung von Berlin durch das Land, durch die Landbevölkerung. Was Blut und Boden heißt, richtet sich direkt gegen die Arbeiterschaft, Feind das Proletariat. Das Proletariat anders in Fabriken großgezogen, nicht mit dieser Hierarchisierung der Bauerngesellschaft, wo das ja sehr stark festgelegt war mit Prügelrecht und Recht der ersten Nacht und Genehmigung des Haupt des Clans, wie im Mittelalter, man muss die Heiratsgenehmigungen einholen. Alles dieses, das fiel durch die Arbeiterschaft, durch die Industrialisierung im 19. Jahrhundert weg. Es entstanden die viel freieren Verhaltensweisen in den Städten. Und vor denen hatte die Landbevölkerung auch stärker religiös ungeheuer Angst. Und es war eine Gegenbewegung. Deswegen war das in allen europäischen Ländern so stark gegen diese Verstädterung, gegen die Industrialisierung und neuere, freiere Verhaltensweisen. Die Städter gingen ins Kino, hörten Schallplatten, die Musiken gingen zu Tanzfesten, alles dieses, was in der ländlichen Ordnung noch tabuisiert und ganz anders organisiert war. Deswegen sehr wahrscheinlich diese Zuspitzung im 20. Jahrhundert auf diese Bürgerkriege, wie auch in Russland, Bauern, ne, Proletariat, Angst vor der Machtergreifung des Proletariats, das war für diese Leute sozusagen die Welt auf den Kopf stellen. Das stellte alle ihre Hierarchien auf den Kopf, dieser Gleichheitsgedanke, demokratisch. Der Körper ist nicht demokratisch, wenn er sich selber unterdrückt. Wenn er alles Mögliche an sich verbietet, immer mit militärischem Training, sich zusammenhalten muss, auch mit diesen Uniformen und Gürteln und all diesem Kram. Das hat direkte körperliche Zusammenhaltfunktion. Und dann kommen sie in die Städte und sehen das freie Proletariat, in Anführungszeichen, freiere rumlaufen, sehen, dass die Mädchen sich anders verhalten, dass sie Freunde haben, dass sie sich auf der Straße küssen. Übersetzt gleich Prostituierte. Die Prostitution will die Macht ergreifen im Staat. Das hat sie total auf alle Palmen gebracht, das heißt auf ihre Gewehre. Und zum Zwang, sich militärisch zu formieren, eben dann diese zivile SA zu bilden außerhalb des Militärs. Das sind alles Formationen zur Unterdrückung dieser neueren, freieren, auftauchenden Industriekultur mit ihren neuen sexuellen Verhaltensweisen. Das hieße ja, dass im Endeffekt ein heutiger entstehender Neofaschismus, heute rechtsradikale Gruppen, eigentlich gar nicht mehr auf diese Massenbasis dieser bestimmten Sorte Mann zurückgreifen könnten, wenn sie recht haben, dass die Männer sich nach dem Zweiten Weltkrieg, unsere Generation, die Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg sozialisiert worden sind, dass die anders sind. Oder ist da noch einfach was da, wo man einfach sagen müsste, wenn man sich heutige Rechtsradikale anschaut, sieht man diese Muster wieder ganz genauso. Ne? Man sieht ein bisschen von den Mustern. Ne? Solche Sachen verschwinden nicht in einer Generation oder in zwei Generationen aus der Geschichte und aus den Körpern. Deswegen fand ich das auch für mich persönlich wichtig, das zu machen. Auch wichtig, nicht nur in Bezug auf die Eltern, auch geschrieben ist das Buch ja in den 70er Jahren mit der ersten Phase des entstehenden Feminismus von Amerika ausgehend, die da immer so ein bis zwei Jahrzehnte vor uns mit den Sachen, ne, dran sind und auf Deck sind. Das hat natürlich damit zu tun, wie lebe ich mit meiner Frau zusammen in einer geringeren Gewaltanhäufung, also nicht in der Dominanzstruktur Familie, der, ne, Mann befiehlt, die Frau gehorcht und so weiter, die Kinder, sondern das sollte natürlich auf eine Ebene von gleichberechtigtem Leben rauslaufen. Und das ging nicht nur mir so,
in dem sich dieses ganze Gefühl, antimilitaristisch zu sein, mit Popmusik groß geworden zu sein, mit Kino groß geworden zu sein, also automatisch schon nicht mehr militarisiert, dass man damit nicht alleine war, sondern in diesem politischen Ausbruch, 68, der das dann wird, merkte man, dass es Hunderten und Tausenden von Leuten ähnlich gegangen war. Daraus entstand dann eine öffentliche Diskussion über die ganzen Beziehungsverhältnisse, die sogenannten Beziehungskisten, wie das damals merkwürdigerweise genannt wurde. Und Beziehungsarbeit. Genau, also wie lebt man zusammen? Was sich bei uns dann so organisiert hat, wir haben das so organisiert, ich habe nach dem Studium, dass ich aufgehört habe, zunächst mal 3 Jahre im Radio gearbeitet und dann diese Promotion angefangen zu schreiben. Das ging mit dem Beschluss zusammen, dass wir ein Kind haben wollten. Und einer musste dann zu Hause bleiben. Das war dann ich mit der Doktorarbeit. Und meine Frau fing halbtags an in der Kinderpsychiatrie, eine Psychologin zu arbeiten, in der Uniklinik. Und das haben wir 20 Jahre dann so auch durchgehalten, dass wir uns das mit den Kindern geteilt haben. Ich habe den halben Tag geschrieben, sie hat den halben Tag in der Klinik gearbeitet und dann jeweils den anderen halben Tag das Nötige mit den Kindern gemacht. Also diese Aufteilung, das auch praktiziert, dass das geht. Es geht absolut, wenn Paare sich auf der Ebene einigen, dass beide halb arbeiten, beide sich um alle Sorten arbeiten, die anfangen kümmern und dass man das auch also aushalten kann. Wir sind auch heute noch zusammen. Ja. Würde denn meine These stimmen, wenn ich sage, dass einer der größten Fehler des Antifaschismus im 20. Jahrhundert darin bestand, dass der von Männern getragen wurde, der offizielle, organisierte Antifaschismus, die in ihren Verhaltensweisen, zum Beispiel Frauen gegenüber, zum Beispiel ihrem eigenen Körper gegenüber, sich nicht so fundamental von dem unterschieden haben, gegen das sie kämpfen? Besonders die Parteiführungsleute nicht. Die Partei, die KP, war ja bekanntlich auch sehr hierarchisch, bolschewistisch, terroristisch organisiert, mit starker Befehls- und Gehorsamstruktur, Abweichungen, Ausschlüsse, Liquidation später dann, wie das in den 30er Jahren sich zuspitzt, nicht nur in den Schauprozessen in Moskau, sondern auch international, in der Internationale gemordet wird, abweichende Leute umgebracht werden. Das habe ich später im Buch der Könige dann auch weiter beschrieben. Das wusste ich zum Beispiel zur Zeit der Studentenrebellion noch nicht, weil wir erst angefangen haben, so langsam die Geschichte der Arbeiterbewegung da nachzuarbeiten, aufzuarbeiten. Und man sah dann ganz ähnliche Strukturen. Also wenn man was anderes wollte, musste man sich privat anders verhalten. Auch wieder Körper. Körper heißt Gefühle, Affekte. Wie geht man miteinander um? Und diese Generation wollte zumindest eins nicht, sich wieder in irgendeinen neuen Krieg schicken lassen. Und da das auch sozusagen staatlich, mit staatlichem Verbot, NATO-Zugehörigkeit zwar, aber Verbot von Kriegen außerhalb des deutschen Bodens und Deutschland wurde nicht angegriffen, also war auch gar nicht die Möglichkeit da, selbst von Leuten, die das gerne gewollt hätten, einen Kriege zu schicken und die Bundeswehr in der Weise anzuwenden, hatten wir 50 Jahre sozusagen auf dieser Ebene Freiraum, Entfaltungsraum, eine andere Kultur zu entwickeln. Das ging deswegen, weil das auch eine weltweite Bewegung war, international sehr stark mit Antikolonialismus verbunden, wo man zwar diesen militärischen Gedanken noch im Kopf hatte, also Vietcong darf mit Waffen oder muss sogar mit Waffen kämpfen, das sind besetzte Länder, aber nicht bei uns. Bei uns ist das absoluter Unsinn. Also die Trennung auch der meisten von uns von der Linie der Roten Armee-Fraktion, der RAF, die sagten, wir müssen hier mit Waffen, haben wir zwar gesagt, okay, Umsturz, Revolution, ja, aber mit Waffen, Unsinn. Es ist hier Unsinn, sowohl historisch Unsinn, von der faschistischen Gewalt aus gesehen Unsinn, die müssen wir gerade loswerden. Ja. Wir müssen es gerade so auseinandersetzen, dass dieser Gedanke Revolver nehmen, Maschinengewehr nehmen, jemand umlegen, nicht auftaucht. Das ist geradezu das Gebot für diese Generation und auch die Chance. Und das dachte eben auch eine Mehrheit, von der man das merkte. Und das hat tatsächlich auch eine andere Kultur hervorgebracht. Man kann Ausgangspunkt, die Neonazis heute sind keine reale Bedrohung auf einer Ebene von Massenbasis. Das ist völlig ausgeschlossen. Es war eine bestimmte historische Zeit, in der das möglich war. Heute ist die Zeit wieder ein wenig anders. Es gibt eine Bundeswehr, die außerhalb Europas involviert ist in kriegerische Auseinandersetzungen. Aber bevor wir auf das kommen, würde ich gern sozusagen weitermachen. Sie haben es schon angesprochen. Im Zuge dieser Aufarbeitung der Geschichte, was da eigentlich los war, haben Sie ein großes Buchprojekt angefangen. Mit dem Titel Buch der Könige. Und es ist mehr oder weniger, bezeichnet sich als jemanden, der ungebetene Biografien schreibt. Sie haben sich sozusagen mit den Biografien der Leute auseinandergesetzt und schreiben sozusagen deren Biografien.
quasi unautorisiert. Wieso greifen Sie mit Buch der Könige, wieso hat es einen Titel, der ans Alte Testament erinnert? Wieso sind das, was bedeutet das? Der erinnert ans Alte Testament Leute, die mit dem Alten Testament groß geworden sind, ne? Religiöse Leute. Ich bin relativ unbeleckt religiös groß geworden. Das gehörte auch zu dieser Entmilitarisierung tatsächlich dazu nach dem Zweiten Weltkrieg. Das, jedenfalls in Norddeutschland war das so, in der überwiegend protestantischen Kultur, dass man zwar konfirmiert und so weiter wurde, aber dass man diese Bibel als Zwangskultur nicht mehr aufnehmen musste, ne, sondern gerade Katechismus und so ein paar Sachen und war aber kein tatsächlicher Teil der wirklichen Erziehung. Also Buch der Könige ist kein absichtlicher, es ist nur Rekurs aufs Alte Testament. Nur um ein paar Ecken. Ne, es steckt viel mehr drin, die freudsche Formulierung vom Traum als Königsweg ins Unbewusste. Mhm. Ne, diese Entdeckung, die Freud macht, ne, das ist etwas zum Beispiel, mit dem die Faschisten überhaupt nichts, der soldatische Mann, anfangen kann. Mein Inneres, ich werde eigentlich von meinem unbewussten Inneren in vieler Hinsicht bestimmt, gesteuert. Das muss dieser Typus alles unterdrücken. Das kann er nicht zulassen. Mhm. Und was er zulässt, muss er sofort in Herrschaftsform umsetzen. In Befehl, Gehorsam, Gewalt, Unterdrückung. Mit dem Unbewussten sich auseinandersetzen, ist was völlig anderes. Und das ist ein anderes Menschenbild natürlich auch. Und sehr viele Leute nach dem Zweiten Weltkrieg haben das natürlich bemerkt, dass diese faschistische Unterdrückung auch beinhaltete Unterdrückung der Psychoanalyse. Also war Psychoanalyse besonders stark in diesen Jahren neben den politischen und künstlerischen Sachen ein Befreiungselement. Frage, was bringt mich zum Laufen? Wie funktioniert die Person? Wie funktioniere ich? Wie funktionieren die Eltern? Wie funktionieren meine Freunde, die Geliebten und so weiter und so weiter? Diese Frage, Königsweg in. Und wir haben viel mehr vom Freud eigentlich im Alltagsleben und in unserem Bewusstsein übernommen, als uns eigentlich klar ist. Also es hat eine Psychologisierung wahnsinnig viel mehr. Ne? Ja, alle, auch die Freud-Feinde heute, die denken, sie sind Freud-Feinde, haben derartig viel Freud im Kopf, wie ja auch sie viel mehr Marx im Kopf haben, als sie wissen. Das nebenbei, das ließ sich gar nicht vermeiden. Und das fängt an, meiner Meinung nach, in Europa so ungefähr um 1300 mit der frühen Renaissance. In der Entwicklung der Renaissance, die zum ersten Mal in Italien im 15. Jahrhundert die Verbindung zur Religion, zur christlichen Religion kappt. In dem Sinne, dass die Renaissance-Fürsten sagen, wir bauen in unseren Stadtkulturen unsere Welt selber. Zwar sind wir Fürsten, die man gehorchen soll, aber nicht unbedingt Gottes Gnadentum, sondern wir machen das mit Militär, mit Technik, mit Wissenschaft, mit Kunst. Ne? Unsere Künstler sind Baumeister, wie Leonardo und die anderen auch. Wissenschaftler, unsere Philosophen ebenfalls. Es werden die ganzen Entdeckungen gemacht, die Entwicklung von der Uhr bis zur Navigation, die ganzen Voraussetzungen der Welteroberung, des Imperialismus, der das dann wird, der europäische, werden in dieser Zeit gemacht. Und die Religion wird vorübergehend weitgehend entmachtet. Es sind die Stadtfürsten in Italien, die die Päpste ansetzen und nicht etwa umgekehrt. Das wird dann wieder umgedreht in der Gegenreformation, in der spanisch-katholischen von Habsburg, mit den Jesuiten an der Spitze. Das ist eine andere Geschichte. Aber ab da ist es umstritten, wer die Menschen macht. Und deswegen heißt das bei mir Buch der Könige. Was ist der Königsweg? In der Renaissance sind es ganz stark die Maler, Wissenschaftler, an dritter Stelle Philosophen, die über der Religion angesetzt werden. Auf der Ebene, wer macht den Menschen? Dann wird es um 1600 rum die Musik. Das habe ich in einem großen Kapitel an Monteverdi und an der Orfeo-Oper beschrieben, wie die Musik um 1600 anfängt, die Malerei in dieser Dominanzposition, Herrscherposition, Königsposition, wer macht den Menschen, abzulösen. Was muss man sich genau darunter verstehen mit der Aussage, wer macht den Menschen? Ja. Was ist das genau, damit wir das sozusagen stärker fassen können? Die Menschen werden hergestellt in Beziehung und durch Institutionen, in denen sie arbeiten, an ihren Arbeitsplätzen und durch ihre Wohnverhältnisse. Die werden nicht einfach geboren. Wir sind eben, dieses Wort habe ich beibehalten aus den Männerfantasien, der Mensch ist der nicht zu Ende geborene Typ, wenn er auf die Welt kommt. Mhm. Dann braucht er die ersten beiden Jahre in der Muttersymbiose eine bestimmte Behandlung, die freundlich genug ist, dass er sich da raustrauen kann mit seinem Körper, eigene Körpergefühle, eigene Libido entwickeln. Mhm. Und dann kommen eine ganze Menge Lern-
Institute hinten dran. Heute Kindergarten, gab es früher nicht, aber Hauslehrer, Schulen, Handwerksbetriebe mit Befehlsstrukturen, später Industriebetriebe. Überall dort wird ein ganz bestimmtes Verhalten verlangt und wird an dem Körper weiter gebaut, weiter geformt. Im Wilhelminismus hieß das Militär nicht umsonst Schule der Nation, weil das war ganz ernst gemeint. Der Körper wird umgeschult, umgebaut. Und es gibt immer eine bestimmte gesellschaftliche Instanz, die dominant darin ist. Und in der Renaissance wird zum ersten Mal bemerkt, dieses ungeheure Potenzial, das in den Künsten steckt, zur Entwicklung der Gefühlswelt und der Wahrnehmungswelten dieser Körper. Also man will nicht nur Ingenieure haben, die Schiffe bauen, sondern die sollen auch schöne Bilder malen und mit Farben umgehen. Und man merkt, dass der Eintritt dieser Farben übers Auge einen ganz bestimmten Innenraum in der Person, im Gehirn. Man kann das auch Gehirnwäsche nennen, wenn man es so rumformulieren will. Es findet immer irgendeine Sorte Körperzurichtung und Gehirnwäsche statt, mit jeder Generation in der Geschichte. Und es gibt Königsdisziplinen, die da vorrangig sind. Und das wird um 1600 für bestimmte Schichten die für Musik. Für bestimmte Schichten wird es die Musik. Für Monteverdi bis Mozart und Beethoven wird das die Musik. Um 1800 löst es sich ab mit der Literatur. Die in der Goethe und löst die Pianotochter ab mit einer bestimmten Sorte Frauenbild lesen. In England früher, da ist das schon in der Shakespeare-Zeit und danach der Fall. Deutschland ist auch da 200 Jahre in dem Fall zurück. Aber diese Königswege. Und um 1900 wird es sehr stark die Psychoanalyse. Nachdem vorher der wissenschaftliche Positivismus, so die erste Welle, wir können die Welt erklären, die Chirurgen sagen, wir haben keine Seele gefunden, das gibt es alles nicht. Die Anatomen dominieren für vielleicht 30, 40 Jahre, sind die der sozusagen der Königsweg, der anatomische in die Person. Dann merken sie, es geht nicht, weil sie so viele Irre kriegen, mit denen sie nicht wissen, was sie anfangen sollen. Die Asyle füllen sich und die Leute spinnen. Die Psychoanalyse trifft auf ein Bedürfnis, um 1900 das zu erklären. Und setzt sich in Konkurrenz zur Literatur und zur Kunst und versucht so etwas, Freud ganz bewusst, sich als diesen Königsweg zum Menschenbau aufzubauen, historisch. Konkurrent, Faschismus, Sozialismus, die im 20. Jahrhundert alle als Programm haben, wir bauen den neuen Menschen. Im 20. Jahrhundert halten sich alle für so weit, wissenschaftlich, technisch, technologisch, medizinisch, dass sie den neuen Menschen bauen können. Heute die Gentechniker und Hirnforscher, die denken, sie sind dicht dran, ne? Und immer da hinten dran. Wie setzt man das um in Erziehung? In Behandlung von Leuten, kann man sie zurichten oder geht es, und das ist die Linie, die ich verfolge im Buch der Könige, es geht nicht mit Zurichtung, es geht nur in Beziehung. Ne? Leute einzeln existieren für mich nicht, auch nicht in einer Institution. Wenn sie in einer Institution sind wie im Militär, dann haben sie eben das Militär als Partner. Das sagt ihnen, was gemacht wird, und er drückt sie, schreibt ihnen vor. Leute, die nicht in so einer Institution sind, müssen das untereinander rauskriegen, entwickeln. Daran spielen im 20. Jahrhundert die Künste eine große Rolle. Und ich habe das also an Leuten wie Gottfried Benn habe ich das für die Poesie beschrieben, an Leuten wie Monteverdi für die Musik, wie das die Malerei ablöst. Und die Ingenieure natürlich im 20. Jahrhundert stark. Also nicht nur bei Gottfried Benn, sondern bei vielen anderen, aber bei Gottfried Benn besonders geht es in Ihrem Buch der Könige darum, welche Rolle die Frauen bei der Produktionsweise von Literatur spielen. Also warum bestimmte Künstler eine bestimmte Art von Frauen in Anführungszeichen brauchen, warum sie Musen haben und welche Art von Literatur dabei rauskommt und was daran zu kritisieren ist. Und Sie schreiben an einer Stelle, Sie finden es unangenehm, dass sozusagen die Sarkophage von toten Dichtergeliebten in den Gedichten manifestiert werden und diese Gedichte bei Ihnen einen negativen Reflex einfach auslösen. Das mögen Sie nicht. Könnten Sie das näher beschreiben? Was ist das tatsächlich ein Typus Mann oder Künstler, der mit Frauen einfach umgeht? Wie geht der damit um? Was ist da wichtig dran? Der Typus Mann in diesen Kulturen, die ich beschrieben habe, ist nicht jetzt einfach der soldatische Mann geworden, aber jemand, der in der gleichen Kultur, zum Teil ja auch im Militär, wie Gottfried Benn aufgewachsen ist, auch diese Hierarchisierung hat, im Körper hat, aber nicht so krass wie die soldatischen Typen, dass sie das in Drill ausleben müssen, sondern sie setzen das um in Überlegenheitsgefühle auf einer intellektuellen oder artistischen Ebene. Das heißt, am obersten Punkt dieser Kommandostruktur steht in deren Denken das Genie, das, was in der europäischen Kultur das Genie heißt. Das ist eine ziemlich horrible Figur.
die da jahrhundertelang triumphiert hat, zwar bewundert und verehrt als besondere Leistungen und besondere Werke hervorgebracht, aber wenn man sie anguckt in ihrem Umkreis, im Verhalten zu den Leuten, mit denen sie gelebt haben, ebenfalls sehr dominant, sehr in Kommandostrukturen, antidemokratisch. Das Genie heißt, es gibt keine Gleichheit. Ne? Ich rage heraus. Elite und alles, was da heute dranhängt, dieses Denken, so die Reste, die heute rumgeistern in der Bildungskultur, will man Eliten oder will man lieber breite Leute auf sehr hohem Niveau haben, was ein ganz anderer Weg ist. An diesem Gedanken hängen sie. Der Artist setzt sich auf dieser Ebene in seinem Gefühl mit dem politischen Führer gleich. In der Renaissance schon. Das habe ich an denen beschrieben und auch an Leuten wie Ben beschrieben. Als er durchdreht in den 30ern und keine richtigen Verbindungen zur Welt mehr hat, macht er eine Koalition mit Hitler, weil er sich für einen artistischen Führer hält. Mhm. Und mit wem reden Führer? Mit anderen Führern. Um das mal ganz kurz vorwegnehmend zu schließen. Aber viel wichtiger ist an dem Punkt, was Sie fragten, die Rolle der Frauen, die als Musen immer beschrieben worden sind in der Geschichte, nämlich die inspirierende Frau, die diesem Artisten was gibt und dann inspiriert sie ihn und dann setzt er sich hin und schreibt sein schönes Werk und dann macht er vielleicht wieder ein bisschen Sexualität und Kinder und dann inspiriert sie ihn wieder und dann macht er wieder sein Werk. Daran ist was faul. Das ist mir ziemlich früh aufgefallen. Aha. Dieser Musenbegriff taucht eigentlich überhaupt nichts, weil er auch diesen Vorgang der Inspiration völlig im Dunkeln lässt. Was ist das denn? Was wird da inspiriert? Und was macht diese Frau da eigentlich? Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass diese Frauen in dieser Funktion fast immer oder eigentlich immer mit einem bestimmten Medium verbunden sind. Also in dem Moment, wo man begreift, dass der Künstler nicht mit Inspiration arbeitet, sondern mit Medien, nämlich Buchdruck, Architektur, Steine, Zeichnung. Schreibmaschine, Kamera, später, mit diesen Dingen. Maler, Modell. Ne? Ja. Sehr oft der Liebschaften. Ne? Die Modelle sind ja oft Geliebte, werden Ehefrauen, werden wieder verlassen. Und Opernkomponist, Sängerin. Ja. Bei Monteverdi, ich habe eine Aufführung gesehen, Ende der 70er, vom Orfeo, von Nicolaus Harnoncourt, dirigiert und von Ponet inszeniert, wo, ob es ihnen bewusst war oder nicht, sie genau vorführten, was dieser Orpheus, deswegen heißt dieser erste Bandbuch der König Orpheus und Eurydike, und das Und habe ich durchgestrichen, weil mir mit mal aufging, das ist kein Paar, kein Liebespaar, das ist nicht das Paar, als dass es immer ausgegeben wird, genauso falsch wie Muse und Inspiration, sondern dieser Orpheus führt vor, nachdem er seine Geliebte verloren hat, durch Schlangenbiss und sie ist in der Unterwelt und er geht in die Unterwelt und schafft es mit Musik, sie da rauszuholen, dass erstens Monteverdi die Musik revolutioniert, die Kompositionsweise in diesen Gesängen von Orpheus in der Unterwelt, stellt um auf dialogisches Prinzip von der Polyphonie weg, was Harnoncourt auch theoretisch sehr gut beschreibt, wird eine neue Sorte Musiker und ist dabei und verliebt sich dabei in seine Leier, die er trägt. In die Leier. Das wirkliche Paar, das den Hades verlässt, ist Orpheus und die Leier, die er ansingt. Du, meine geliebte Leier, die es geschafft hat, die Geister der Unterwelt zu beschwören. Und sie geht hinter ihm. Und irgendwann sagt er, ich weiß aber gar nicht, ob sie hinter mir geht und dreht sich um, was er nicht darf. Und verliert sie. Und dann verliert er sie. Er kann ihre Schritte natürlich nicht hören, weil er dauernd singt und dauernd spielt. Außerdem ist sie noch Schatten. Und er stellt sich dann raus, die Frau im Hades ist wichtig. Die Frau im Hades wird von diesen Leuten gebraucht, von diesen Artisten als eine Art Verbindung zur untergegangenen Geschichte. Denn Künstler reden immer mit Toten. Sie reden immer mit ihren Vorgängern, sei es Schreibern, Komponisten, anderen Architekten sind in dieser Auseinandersetzung viel mehr als andere Menschen. Die machen das mit Gebet oder Totenbeschwörung, versuchen da die Kontrolle, während der Artist immer eine ganz starke Jenseitsverbindung hat. Die ganze Kulturgeschichte ist Jenseits. In der Kamera geht es nachher so weit, dass die Kamera die Toten lebendig vor Augen führt. Die Kamera ist unser weitreichendstes Hades-Instrument bis heute. Und wir haben die ganze Filmgeschichte, können wir sehen. Vorher ist das die Schrift, dann ist die Komposition, alles das. Und die Frau kriegt die Rolle in dieser Konstellation, dass sie, ich nenne das ein Kabel, das Kabel zum Hades bildet. Und das macht die Reihe der toten Frauen. Denn das ist sehr auffällig bei diesen Artisten. Sie bleiben fast nie bei einer, sondern es ist eine zweite, eine dritte, oft eine vierte da und merkwürdigerweise immer an Umschaltstellen der eigenen Kunstproduktion tritt eine neue Frau auf.
Und die ist entweder Sängerin, später bei den Autoren ist sie Schreibmaschinistin, bei den Opernkomponisten, bei den Malern Modell, bei Dramaturgen, Schriftstellern, die Theaterstücke schreiben, sind sie Schauspielerin. Es gibt fast immer diese Verbindung, dass die Frau, ob es Hamsun ist, Brecht ist, Ben. Fitzgerald ist, ja. Ben ist und so weiter und so weiter. Überall lässt sich das genau zeigen, dass die Frauen, die als Geliebte zwar geheiratet werden, aber so eine mediale Funktion haben. Und wenn sie diese mediale Funktion verlieren oder sich daran abgebraucht haben, dann erlöscht auch die Liebe. Und es taucht eine andere auf, die diese mediale Funktion, deswegen nenne ich sie mediale Frauen, besser erfüllt. Und das habe ich dann orphäische Produktionspolitik genannt. Das ist eine Produktionspolitik des europäischen Mannes, dieser Geniefigur im Umgang mit Frauen, dass er das, was er seine Liebe nennt, von einer medialen Konstellation unterfüttern lässt. Und das ist die eigentlich, ist, um die es ihm geht. Könige, Genies. Wir könnten über dieses Thema noch ewig weiterreden, aber ich möchte noch auf etwas anderes kommen. Sie sind seit einiger Zeit auch Herausgeber einer Schriftenreihe, nämlich der Reihe Absolut. Und in dieser Reihe Absolut sind Bücher erschienen zu Paul Feierabend, zu Pierre Bourdieu und eben jetzt zum Beispiel auch zu Sigmund Freud. Sie haben in diesem Buch drei Aufsätze drin, wo Sie sich mit Freud, mit der Biografie von Freud auseinandersetzen. Und zwischendrin sind Songs, Popsongs. Ja. Was haben Popsongs mit Freud zu tun? Wieso sind Ihre Aufsätze von Popsongs eingerahmt? Popsongs haben viel mit Freud zu tun, nur Freud nicht mit Popsongs. Ja. Ne? Freud konnte mit Musik ja nichts anfangen. Hat ein paar Opern gesehen und Carmen und ähnliche Sachen entnimmt man aus seinen Aufzeichnungen. Aber das hat ihn, glaube ich, mehr interessiert, die Konstellation, Person, ja. Die Liebeskonstellation da drin und nicht so sehr die Musik. Oder wie auch gesagt, gar nicht die Musik. Die Popmusik musste sich um Freud kümmern, weil Freud der erste allgemein verbreitete Theoretiker von Liebesverhältnissen ist. Ich habe auch ein kleines Büchlein, das heißt Objektwahl, geschrieben, wo ich zu beschreiben versucht habe, auch auf diesem Hintergrund mediale Frauen, warum Männer sich in welche Frauen warum verlieben und umgekehrt, warum welche Frauen in welche Männer, aber nicht nur Artisten. Die bieten sich nur oft an, weil das Schöne an den Künstlern ist, sie schreiben das auf. Sie haben Aufzeichnungen hinterlassen. Deswegen muss man da nicht rumspekulieren, sondern ich kann im Falle Ben zum Beispiel ganz genau sagen, was in dem und dem und dem Momenten in seinem Leben vorgegangen ist zwischen ihm und seinen Frauen, einfach weil er es notiert hat. Weil er es in unendlich vielen Briefen an verschiedene Leute geschickt hat und in anderen Aufzeichnungen und Gedichten, sodass man da einen gesicherten Boden hat, wo man sprechen kann. Aber im Prinzip trifft das für alle Leute zu. Ein ganz wichtiger Begriff, der hinter dem Buch der Könige steht, Personenverbrauch. Mhm. Ich habe das geschrieben, nicht um die Artisten zu beschreiben, in erster Linie, um ihnen das nachzuweisen, ja. Sondern damit der normale Leser, wir, ne, damit wir über unsere Verhältnisse nachdenken. Aha. Wie gehen wir im Alltag mit unseren Frauen, Kindern, anderen Männern und so weiter um? Auf der Ebene, ich nenne das Beziehungsmathematik. Ne? Zwei tun sich zusammen, aber 1 + 1 ergibt nicht 2 gleiche, sondern meistens wächst einer und einer nimmt ab. Einer nutzt den anderen aus, einer lebt vom anderen, einer bezahlt den anderen. Alles dies macht Ungleichheiten. Mhm. Und wie kriegt man das hin, ein Leben herzustellen, das möglichst gleich auf diesen Ebenen läuft, dass die 1 und die 1 wirklich bleiben und sich zu einer neuen Größe verbinden? Ich muss Sie leider genau an der Stelle unterbrechen. Diese Frage, wie wir dazu kämen, dass wir sozusagen von gleich zu gleich sprechen. Popsongs handeln davon. Leute fangen an, Musiken zu hören, Schlager zu hören, nicht mehr Symphonien, die ihnen nahe sind. Freud wird dadurch eine Figur der Popmusik. Der hat das sozusagen losgetreten. Und den Band gibt es so, weil wir wollten einen Band zum Theoretiker Freud machen, mit Texten zum Theoretiker Freud, vom Theoretiker Freud, wie diese absolute Reihe aufgebaut ist. Und dazu braucht man Rechte. Und der Fischer Verlag hat uns die Rechte an Freud nicht gegeben, weil sie selbst sowas machen wollten. Und deswegen sind wir ausgewichen und haben gesagt, wir wollen trotzdem Freud-Band machen. Ich habe die Texte. Und es gibt so viele Popsongs. Wir haben also das Internet geplündert und haben gesucht, so einen Stapel gefunden. Ich habe die interessantesten rausgesucht und die Songs sind da drin jetzt. Sie werden es nicht glauben, es ist so, wie ich es geahnt habe, wir sind durch mit unserer Zeit, wir sind am Ende unserer Zeit. Wir hätten noch 1000 Themen zu besprechen. Genau. Leider, wir müssen es auf ein anderes Mal verschieben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Kommen. Ich danke auch sehr für die Fragen. Und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Heute an unserer Sendung mit Klaus Teweleit, dem Kulturtheoretiker und Professor an der Kunstakademie in Karlsruhe. Vielen Dank, auf Wiedersehen.